wenn Sie Pizzeria und Jaus schon mal live erlebt haben, so definitiv noch nie. Es wird ein Stück Musikgeschichte, das wir heute Abend gemeinsam schreiben. Denn das ist eine Musikshow zum Mitbestimmen. Das ist etwas, das es auch noch nie gab. Schauen wir, was passiert, nicht wahr? Unheard und Unseen. Eine absolute Premiere, die wir heute Abend erleben. Eine Show, die direkt von euch kommt. Pizzeria und Jaus! Red Bull Jukebox ist ein musikalischer à la carte Abend von und mit uns. Das Publikum hat vorher online abstimmen können. Kann beim Einlass, wenn sie reingehen, ins Areal abstimmen und dann auch live vor Ort abstimmen, was wir spielen werden und wie. Es ist quasi Running Musi, kann man sagen. Wunderschön erklärt. Wir sind quasi eine Open Kitchen. Ja. Und kochen für die Leute Teppanyaki unsere Lieder. Keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ja, es hört sich gut aus. Adler! Pauli, was hast du? Habemus Jukebox. Bitte? Weißer Rauch ist aufgestiegen. Was willst du von mir? Die Leute haben abgestimmt, wir wissen jetzt endlich, was wir spielen. Also sag das gleich! Ja, 27. Steinbruch. Ja, ich weiß es schon, ja, Red Bull, Jukebox, ich weiß ja, schon. Das heißt, wir wissen Bescheid, was jetzt ja, jetzt ist. Endlich können wir zum Üben anfangen. Alter, ja, mehr, ja. Ja, ich bin gespannt. Was war die Kategorie? Was war das? Das erste war Rap gegen Reggae und ich hoffe, es ah. Jawohl! Es ist, Kumpel, ich sag's, ich will das aus deinem Mund hören. Sag mal ganz allein, weil I don't really care about people. Das ist keine Sprache, Harvey. Nein, das ist irgendwas. Das ist super. Schon der Paul, Fantasiesprache. Geht schon, geht schon, komm, spiel an. Das ist live, aber Track ist cool. Geht schon. Smellbox, ich wirklich nicht. Was denn eigentlich so? Der Harvey trocken, du und sag, ich geh da rein. Ich war da zwei Wochen auf Jamaika, war, das war wirklich, ich kann es nicht mehr. Das war wirklich eine Reggae-Overdose und dieses Verschlafene. Und so. Was aber voll spannend ist, weißt du, wie das entstanden ist? Auf der Insel haben es die amerikanischen Radiosender empfangen. Das war immer so Empfangsstörung. Deswegen war es immer scht, scht. Und haben das Lied immer so gehört. Und so ist, ja, ist der Offbeat entstanden. Dann haben sie, so ist das entstanden. Hey. Ja, wirklich, kein Schmerz. Das hat der Durten, ein alter Jamaikaner, erzählt, der das jedem erzählt und die kommen heim und glauben das wirklich, ein, oder? Ein Weed Dealer hat. nein, es war wirklich. Es ist zumindest eine schöne Urban Legend. Es ist jetzt 4, 5, 6 Wochen her oder so. Bin immer mal mehr und das Weib in der Joffe zu. Ja, was bin ich dazu? Die Scherze nicht mehr. Dann steh dazu und blöde cool und spar mir das Schwer. Du brauchst mehr Zeit für dich, kauf da eine Soundtour. Dir passt gar nichts mehr, aus dem Grund genug. Und jetzt sich ich nicht zum ersten Mal mit ihm auf der Straße. Tut mir leid, den Augenblick hab ich nicht mehr da blasen. Der Smellbock, ich wirklich weh, was der machen soll. Der hab ich doch auch du und sag ich jeder noch im Schall. Was willst du von dem Bund, das ist so schwarm, mein Gentil. Natürlich ja, no, wow, was lauter Äquivalent zu Lignano. Ich fix das nicht ins Herz und spielt nicht in meiner Liga, weil ich bin ein Bugatti, eher 4-Multipla. Jetzt mehr und Bock, ich wirklich nicht, was denn nicht soll. Der hab ich trocken, du und sag, ich geh da noch ins Schul. Was ist denn von dem Buben, das ist ein Schwammer, kein Pillo. Mit Nase hoch bringt er's vielleicht, der stolze 50 Kilo. Und ich war ein Karosse-Kammer.
Alle Hände auf, kommt's, Freunde. Jawohl, genau so. Ah, ist das herrlich. Warte, was sagst du? So muss sich ein Grashüpfer fühlen, wenn er gerade ausschaut. Boah, ist das herrlich. Bist du wahnsinnig? Was ist die? Was ist die? In seinen Membran gezogen. Fensterglas blüht tragen. Was ist die? In seinen Membran gezogen. Was ist die? Was ist die? Zu Fensterglas blüht tragen. Und was ist die? Adel, was siehst du als größte Herausforderung bei Red Bull Jukebox? Ja, ich würde sagen, die kurze Zeit, die wir haben, das Ausgewählte vom Publikum auch einzustudieren. Also zum Beispiel Reggae, was ausgewählt wurde. Das ist auch ein Musikgenre, was wir bis jetzt noch nicht wirklich viel gespielt haben. Yeah! Du und Sackl auf Reggae. Guter Vibe zum Anfangen, oder? Ja, ein bisschen heavy, ein bisschen Reggae. Das ist gut. Ich finde es cool. Ja. Und wir haben das ja nie gehabt. Normalerweise sind wir die Chefs auf der Bühne. Und das ist ja was sehr Hierarchisches eigentlich. Die unten hören die Leute zu, oben sagt einer. Und jetzt ist es eigentlich total gelebte musikalische Demokratie. Grüß euch. Hallo. Grüß euch. Servus. Bitte sehr, da sind wir. Ja. Die Bühne ist ein Wahnsinn. Also es ist sprachlos, was man da in diesen Steinbruch hineingestellt hat. Und unsere beiden Counterfeits auf so großen Plakaten zu sehen, also der Otto und ich haben schon Angst, dass wir bei der nächsten Gemeinderatswahl in Burgenland Zweiter werden. Ja. Also das ist schon gefährlich, glaube ich. Steinbruch, St. Margarete. Schön, dass ein sonst so seriös behafteter Platz heute von einer gewissen Leichtigkeit von uns getragen werden wird. Wir freuen uns wahnsinnig drauf und sind ehrvoll neugierig und schon ein bisschen geil drauf, muss ich sagen. War ein bisschen nervös. Ja, das gehört dazu, das ist gut so. Ein Bogen muss gespannt sein, damit der Pfeil weit fliegen kann und heute wird einen ganzen Steinbruch zerbersten. Pauli-Mausi. Adelbär. Wir sind bei der nächsten Kategorie angelangt. Die da wäre? Beatbox oder A Cappella. Was wäre dein Favorite? Ja, das möchte ich mit einem klassischen Pizzekatze beantworten. Also doch ein alter Beatboxer. Okay, ja, schauen wir mal, wie es ausschaut. Pass auf. Ja, Pauli, die Odds sind gegen dich. Es ist A Cappella. Was das Schade ist, wir haben echt viele Fans, aber die mögen mich nicht. Na, das passt so, nur, ich finde das so gut. Es ist schon cool, dass es A Cappella ist. A Cappella ist eh leiwand. A Cappella ist leiwand, du, das passt schon. Das versuchen wir uns ein paar Harvis. So ist es, wir holen uns einen Tenor, einen Bariton und einen Bass. Okay, und dann singen wir. Red Bull Jukebox, Red Bull Jukebox. Yeah. Desto kürzer dies ist her, ja, die Obst. Wir sind da beim Erwin im Studio, weil er sowieso unser Haus- und Hofproduzent ist und er einfach die Erfahrung hat und einfach über so viel Wissen und pädagogisch wertvollen Zugang zur Musik
Passt du, ist so, ist wirklich. Einfach wissen und einfach uns behutsam an die Sachen heranführt, die wir vielleicht nicht so gut können. Wir machen jetzt bitte das Intro, also vor der ersten Strophen, wo das Schnippen am Anfang ist und ihr die quasi Melodie einmal einführt. Also A Cappella ist grundsätzlich nicht leicht. Man muss jetzt sehr genau sein. Und das ist eigentlich die Schwierigste an der ganzen Geschichte. Wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Wir haben wirklich die Besten, die wir kriegen können. Wir haben einen Andreas Kammerzelt, wahnsinnig Spaß. Wir haben einen Stefan Bleiberschnick, ein wahnsinnig genialer Tenor. Und den Bariton aus der Volksoper, Jakob Semodan. Können nicht passen, alles richtig. Nur macht es ein bisschen gefühlvoller am Anfang. Also mehr Smile als... Alles geil. Okay, machen wir es nochmal bitte. Und? Wir werden jetzt einfach die Stimmen nochmal genau durchgehen, Tempis üben und dann schauen, dass wir abseits, hauptsätzlich einfach in einer A Cappella-Version den Leuten vor den Latz knallen, dass es direkt ins Skrotum hineinknallt. Wunderschön gesagt, Paul, wunderschön gesagt. Also umgekehrt, passt schon. Du kannst nur so viel auf Weg schaffen, du bist und bleibst heute da komplett schaffen. Ist in Ordnung, kann man los. Kann man los, ja. Und das, dass du kein professioneller Musiker bist. Ihr Kleidl sitzt und der ihr gegenüber. Und langsam kriegst du vier Krieg und gutes Gefühl. Sein Husketo ist gut, sein Uhr aus über. Ein Petersoner auch auf der Mahü. Und langsam kriegt sie den Verrucht, Verrucht. Das ist der Otto Mario. Für die Segel gehört Regatta. Zu die Mastercard von Papa. Und sie sagt, du kannst nur so viel wegsaufen. Du bist der fleißigste Tag komplett schaffen. Ich kann mir noch so viel mal erkaufen. Wir werden die Hälfte immer schön saufen. Und die Herren, die uns jetzt, desto kürzer sind die Sets. Jodada, 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 jodada. Pauli, kennengelernt haben wir uns in Leoben. Wie? Leoben. Sagt man wirklich gescheite Schleier oben? Leoben, sagt man. Ja, Leoben. Ja, der einzige Ort in ganz Österreich mit alle fünf Vokale im Namen. Bei einer Mixshow, wo der Otto dann eingesprungen ist für einen geschätzten Kollegen. Was dann passiert ist, wir sind
10 Tage lang in die Toskana gefahren, weil wir haben uns nicht kennt und wir haben gesagt, wir wollen miteinander arbeiten. Das heißt, was muss passieren, dass du miteinander arbeiten kannst? Du musst dich kennenlernen und wissen, ob das überhaupt funktioniert. Das war, wir haben 10 Tage Schach gespielt, sehr viel Rotwein getrunken, gut gegessen, viel zu viel gegessen, schlecht war uns. Es war einfach ein Teambuilding, was wir halt zu zweit gemacht haben. Es war halt für uns einfach wichtig, dass wir wissen, ob wir kompatibel sind einfach. Und wenn zwei Menschen mit einem nicht geringen Ego aufeinandertreffen, kann das oft grauselig ausgehen. Und deswegen, es wird alles sofort angesprochen, es wird nichts runtergeschluckt und dann irgendwann später ein Wutbaby zur Welt gebracht, sondern es wird sofort alles aufgearbeitet, kritisiert und dann umgesetzt. Langsam, bestimmt, leise, aber wichtig. Frech, aber nicht verletzend. Impulsiv und trotzdem gnädig. Und genauso proben wir immer nämlich, weißt? Un, dos, tres, cuatro! Genauigkeit lernst beim Proben und Energie kriegst auf der Bühne. Also wenn du zum Beispiel miert bist oder die Stimme nicht so tut, wie sie will, das ist auf der Bühne wettgemacht durch das Adrenalin. Proben, wenn du es nicht gescheit probst, wirst du beim ersten Mal auf der Bühne nie besser sein als im Proberaum. Also es ist dann auch ganz wichtig, dass man einfach wirklich alles durchmacht, was geht. Und irgendwann kommt man dann hin. Und manchmal ist es erst nach der 50. Vorstellung, wo man sich denkt, da ist es. Ja. Ja, auf die Bühne fliegen immer wieder mal Sachen. Das, auf jeden BH Fall. Haben wir schon mal gehabt, Unterhosen auch. Wir haben sogar mal die BH auf der Bühne gehabt, wie wir es laut waren, Bezirkshauptmannschaft. Das ist, das war auch ganz lustig. Studio-Orgien? Wir sind wirklich die langweiligsten Habis, das du dir vorstellen kannst, was das betrifft. Also wir sind so brav. Echt, also wenn es alles, was unsere wenn's Arbeit betrifft. Arbeit geht. Wenn es um Arbeit betrifft. Arbeit. Ja, nein, aber bei der Arbeit, also wir trinken nie einen Schluck Bier vor oder während dem Auftritt, nie. Das ist einfach, ich weiß, das ist so Rockstar wie Bausparvertrag, ich weiß. Aber es ist einfach, wir sind halt einfach sehr Biedermeier. Wie der Kuss von Klimt, den die Frauen nicht haben wollen. Wo? Pauli-Mausi. Adelbär. Du, bis jetzt ist ja alles online abgestimmt worden, ne? Richtig. Es wird einmal Zeit, dass was live abgestimmt wird, also so vor Ort. Absolut. Was meinst du? Absolut, ja. Entweder nimmst Voting, nicht so tragisch, hast einen Essfüller, lern Spanisch. Oder you can say you to me. Schauen wir mal, wie unsere Amigos gewotet haben. Ich bin gespannt. Entscheiden zwischen Englisch oder Spanisch. Ach so, das wird gut. Ja. Spanisch. Spanisch sind wir durchgegangen, wird sicher lustiger. Spanisch. 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 Englisch. Englisch haben wir ausgewählt, ja. Spanisch, natürlich. Englisch ist fun. How good is your English? Es rangiert so zwischen Richard Lugner und Josef Blatter, also nächste Kategorie, ja. Fanvote. Ja, Spanisch. Ja. Bruchtestein. Na ja, dann. Ja, dann. Ja. Mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 ay.
mio amor. Hai mi morena nel mio coraton. Ai, 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 mi amor. Ai, mi morena nel mio coraton. Un, dos, tres, cuatro! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar a mis copas, caliente es lo mejor. Otto ist ein äußerst vielschichtiger Typ. Der Otto ist nämlich nicht nur fordernd, sondern auch geduldig. Er ist frech, aber nicht verletzend. Er ist sexy, aber niemals aufdringlich. Und er ist liebevoll, aber auch hart genug, um seinen Willen durchzusetzen. Na, aber der Otto kann ganz wenig nicht. Und der Otto kann wahnsinnig, wahnsinnig viel überdurchschnittlich gut. Liebe dich. Ja, angespannt bin ich schon. Jetzt noch mal kurz einsingen, unsere Rituale machen und dann werden wir ganz ruhig und dann versuchen wir das alles zu bündeln und einfach einen großartigen Show-Effekt zu destillieren aus dieser Ruhe, die wir uns vorher aufoktroyieren. Ja, jo, wenn du das sagst. Ich hakel da bis 10 Uhr vorher. Ja, gerne ab. Wir brauchen jetzt diese Leuchtarmbänder, die ihr alle umhabt. Es gibt zwei Songs zur Auswahl, und zwar Hooligans und Dialects Me. Schwierig, ja, schwierig. Für uns ich hätte auch gesagt. Dialects Me wäre rot, Hooligans noch nicht draufgeben. Da merkt man schon, da sind die Ultras Mörbisch da drüben fahren. Ja, da Dialects Me rot, Hooligans blau. 3, 2, 1. Badaboom. Puh. Ja, also eigentlich. Ah, das schaut sehr, sehr nach blau aus. Ja, es schaut sehr nach blau aus, gell? Hooligans, passt, blieb da. Okay! So. Hooligans, meine Damen und Herren, mit Servadios! Das ist was ganz was Besonderes, definitiv, weil normalerweise haben wir alles in der Hand, was passiert. Und heute wird es für uns sehr spontan, fürs Publikum sehr spontan. Wir haben halt vieles nicht in der Hand. So, ihr wollt das wirklich schön? Ja. Dann müsst ihr es mitlöschen, okay? Pass auf! Weil es ist halt einfach, du weißt es halt nicht, was ist. Es ist. Ja. Wir sind im Prinzip der DJ im Lokal, wo die Leute hinkommen und sagen, spiel das einmal. Ja, schau mal. Ich hoffe, wir haben alle Platten da. Ja. So, jetzt gehen wir richtig an! Da vorne! Auf, bevor auf, das ist! So kalt. Was ist es? Es wird uns warm! Jetzt gehen wir es richtig an! So, Bolle! Bist bereit, Adler? Und jetzt gehen wir so,
Oft hab ich Gefühl, dass ich einfach immer laufen kann. Ich soll viel weiter sein und ich geh, was blockiert mein Gang. Sicher zu und ich fahr mit mir zum Laufen an. Ist was ich will, wirklich das, wo ist es, was ein Glauben. Ich sag dir und seh dir, wer wir und bin ich dir. Kann ich dir auf Papier, wie ich mich verlier. Bin ich dir, du für mir, wie ein großes Tier. Und bin ich am Klavier mit einem großen Bier. Nur allein bin ich dort so, dass du mich kennst. Drück auf mich schon alles, das beruhigen. Und steh hoch, die Wand ist, was du berätst. Wir werden niemand uns so beruhigen. Schau, du Zweifel! Was das Wert sehen, das Schritt wie ein Messerstich. Nichts hat einen Wert und es wirkt unverbesserlich. Was gekehrt und dann merkt, es erschwert die Sicht. Was gekehrt ist nichts wert, sondern lächerlich. Ich bin lau, es ist Spaß, nur wie gedacht. Für mich klar, steh allein am Himalaya. Dicke Skala, die da, weil ich nichts verzacht. Am Radar, nur die Bar, wo die Obi lacht. Zum daheben in das Leben, kapierst das? Oder hast das? Der Platz das? Ist das nicht gut für dich, dann gehst du verlost das? So, Leute, jetzt gehen wir alle, oben, alle, oben, es braucht alle mit, schaffst du auch, alle, oben. Wer Platz hat, oben, ja, genau so, alle, gut. Jetzt gehen wir es ruhiger, es singt alle mit und dann, wenn es schneller lauter wird, dann springen wir alle das. Ich spiel's okay, aus, pass auf. Der Steinbruch muss bröckeln, so auf geht's. Nur allein die Tatsache, dass du mich kennst, liegt auf mich schon äußerst beruhigend. Nur allein die Tatsache, dass du mich kennst, liegt auf mich schon äußerst beruhigend. Wusst wie hoch die Wand ist, was du berechst, wir erinnern jemand an so beruhigend. Was ist er? Ich hab keinen Platz. Ich weiß es. Ich kann nicht trinken. Der Paul ist ein Typ, sobald du in seinem Herzen bist, schafft er es sehr gut, sich teilweise selbst auf die Seite zu stellen und alles liegen und stehen zu lassen, um dann für den anderen da sein zu können. Was ihn hin und wieder auch in eine Ecke bringt, was jetzt vielleicht für ihn nicht so gut ist, weil du machst jetzt sehr auf, um verletzt zu werden, aber das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr, sehr große Eigenschaft, die man haben kann. Passt. Und das Arge ist, dieser wunderbare Mensch muss teilweise nicht einmal Sachen lernen, dass er es kann. Er kann es einfach. Hin und wieder geht dann das ein bisschen und sagen, aber es passt schon so. Was? Nein, aber wirklich, das Einzige, was er wirklich nicht kann, ist warten. Er kann nicht warten. Warten, das geht einfach überhaupt nicht. Warten ist beim Pauli, das ist wirklich, also wenn es mit dem Pauli wartet, dann ist es wirklich, das ist eine Herausforderung. Also wartet doppelt so lang. Nein, es ist, ja genau. Siehst du das, wie das drauf? Ich sehe es, wie du es drauf hast. Aber mich würde viel mehr interessieren, was die nächste Kategorie ist auf diesem schönen Video. Die nächste Kategorie? Du, die nächste Kategorie ist Live-Premiere versus Cover. Okay. Und was ist das? Sag also. Ich sage nicht. Sag jetzt da. Nein, ich sage nicht. Ich singe viel, viel lieber. Vollkommen recht hast du. Live-Premiere. Es ist die Live-Premiere. Ja, das wäre natürlich für manche ein ziemliches Problem, gell? Aber nicht so für uns. Nein, nervös werden wir sein. Das stimmt. Es wird nämlich, was wir spielen das halt zum ersten Mal live. Und die Leute wissen, wie es gingen sollte von YouTube und allem. Mhm. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Rum, pam, pa, rum, pam, pa, rum, pam, pa, rum.
Was hast du gemacht, dir deine Flügel verbrennt? Ottos musikalische Stärken, also wir haben natürlich einen top ausgebildeten Musiker da vor uns, der eine Stimme hat wie ein Engel und Klavier spielen kann wie ein Gott und noch zusätzlich dieses Rhythmusgefühl, dass er da quasi eine gesamte Band ersetzt. Und ich habe vieles gelernt, also von der Pike auf, als Wiener Sänger genommen, Gesang gelernt, dann Klavier habe ich 2 Jahre gelernt und den Rest irgendwie selber. Aber trotzdem, ich habe einfach eine musikalische Ausbildung, ein richtiges Fundament bekommen, auf dem man einfach ausbauen kann. Pauli hat mit 16 oder wie alt warst du, 17, 16, warst du Politeur im Theatercafé. Und dann hat er sich gedacht, naja, das schaut leibend aus, taugt mir, das mache ich einmal. Und dann hat er sich Gitarre genommen und hat auf einmal Gitarre gespielt, ohne Lehrer. Und dann hat er gedacht, jetzt probiere ich das einmal auf die Bühne, ist die Bühne gegangen und es hat funktioniert. Und dann hat er gedacht, jetzt schreibt er mal Lieder und hat funktioniert. Das ist der Freude, das ist der Schwammel, der Dealer. Mit Dosser, aber ich gehe für Leib, der Fritze, Fritz, Killer. Komponieren und Texten, das ist halt bei mir einfach, das geht mir einfach leicht von der Hand. Wenn dann der Otto eben seine Stimme dazulegt oder da noch eine Verfeinerung oder so hat, dann ist es immer besser als vorher auf jeden Fall. Bestes Beispiel, wir können uns da eigentlich musikalisch sagen. Also ich war mit meinem damaligen Hund spazieren, leider ein Scheidungshund geworden. Und dann ist mir halt irgendwie diese Melodie halt gekommen. Und da haben wir links sitzt und dann habe ich schon lange gehabt, dieses, mir hat das immer so gedacht, was hast du Fremdgehen, aus der alle kennen. Und ich spiele ein Auto vor. Und der Auto merkt dann die zweite Stimme. Und wenn ich es da jetzt allein vorsinge, und dann singst du mit dem Auto vor. Was hast du Fremdgehen? Was der alle kennt, hast wem man Cent gegeben, sagst damit, dass du spendest. So, und dann spielen Auto vor, und das ist dann die Magie. So, was hast du fremd gegeben, was der alle kennt, hast wem man Cent gegeben, wo ist das Problem? Bist du der, wie sieht das heute aus? Ehrlich. Da haben wir länger gebraucht beim Baum. Ja. Alles gut. Fühlt sich gut an, ja? Einfach so weitermachen. Herrlich. Wie smooth, gell? Ja. Wird ganz selten geschnipst im Steinbruch, habe ich gehört. Ja, glaube ich auch. Bei Durandot ist das nicht im Programm drin, weißt du? Selten gesehen, da dieses Perkussionsinstrument. Bereit, Adel? Ich bin bereit, mein Brudi. Was hast du fremd gehen? Was der alle kennt? Was wem ein Seid gehen? Suchst da nicht das Spät? Was hast du kennst, wen? Und der hat mich gesehen, kann der durch Wein sehen? Wo ist das Problem? Du sagst, du kommst da, holst da aus, jetzt nur zum Essen kommst heim. Das tat ich wirklich gern, aber dein Kühlschrank ist leer. Ich hab kein schlechtes Gewissen, ich hab Gutes im Sinn. Er sagt, ich soll ihn vermissen, wenn ich nur bei dir bin. Sie seid ja doch immer in Time, was ist los mit dir? Perfekt! Was hast du? Ram, bam, 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 was hast du Pferde? Hast dein Mund klingt es so fair, und so fair wäre. Hast nicht eine faire Maschere, zu sagen, wie ich fühl, wann ich sag, in deiner Nähe bin. Geht mir leicht vor der Hand als wie ein Ring. Na, ich hab dich nicht beschissen, na, ich sag dir, wie es ist. Mein Lieblingsmensch, mein Süßer, komm gut. Wahnsinn. Wie geht das? Ist das nicht? Kannst keine du Ahnung. Jeden, kannst du jeden von der Kunst noch nicht hersetzen? Wahnsinn. Das ist einfach. Drum.
sondern nur die Augsvoll, wie der starke Wind, den die Stadt nicht tragen will. Mein Freund hat gesagt, du hast mich nicht verdient, du bist unreif, unehrlich, nur ein kleines Kind. Ich hab's nicht hören wollen, ich hab's nicht sehen sollen. Liebe macht den blind, sondern nur die Augen schollen. Weil spätestens noch einmal hab ich gesehen, dass du neben dir keinen anderen Menschen leben lass und nichts geben hast und ihn stehen lass, der nicht bedingungslos für dich einfach sein Leben lass. Und jetzt spürst, dass du gefrierst, wenn du nicht gehalten wirst. Du verblierst und verlierst, weil du niemals kapierst, dass du den anderen kommt, der sich nicht gehalten hat. Der fühlt dir die größten Felsen einfach gespalten hat. Und nicht nur, dass du das jemals verstehen kannst. Ich war mit dir durch den schlimmsten aller Ringtanz. Und auch wenn du das niemals mehr so sehen kannst, ich hätte alles in die Tanne, damit du schämen kannst. Ein ganzes Leben. Und deine Freunde haben gesagt, das hat er nicht verdient. Schau zu, dass er dich wieder zurück zu sich nimmt. Aber du hast nur gelacht und der Spiegel bekennt. Und was hast du gemacht, dir deine Flügel verbrennt? Jetzt. Yes. Und zergehst, weil du all das ersehst, was Gott von dir verwest und du langsam verstehst, dass du den anderen Gottes, der den Kalten hat, der für dich die größten Felsen einfach gespalten hat. Und nicht nur, dass du das jemals verstehen kannst, ich war mit dir durch den schlimmsten aller Regen tanzt. Und auch wenn du das niemals mehr so sehen kannst, ich hör alles für dich da, damit du schämen kannst. Ein ganzes Leben, ja, der jeder macht. Und nicht nur jeden Tag aufs Rechen sagt, wie werde ich für dich gehen und zu dir stehen kann. Ein ganzes Leben lang, weil du für mich die Erde warst und in denen ich was leben kann. Ein ganzes Leben lang. Liebe macht nicht blind, sondern nur die Augen schwollen, wie ein starker Wind, den die Sterne nicht tragen wollen. Fast die Beine am Kind, was die Augen nicht glauben wollen, wie der Kuss von Kind, den die Frauen nicht haben. Wir sind bei Weitem mehr als Kollegen. Also, das habe ich von Anfang an gesagt und das meine ich komplett ernst. Die Freundschaft mit dem Paul ist mir wichtiger als der Beruf, den wir ausüben. Das eine muss nicht das ganze Leben durchgehen. Ist schön, wenn es so ist, muss aber nicht. Aber die Freundschaft zum Pauli hätte ich wirklich gern, bis ich meine Augen zumache. Und wer weiß, vielleicht noch weiter hinaus, aber das war halt wirklich. Und das sage ich nur zu einem Menschen, den ich wirklich im Herzen drin habe. Ein Traum.
bist du ein stolzer Jus-Student im Oder hast Spaß, musst du es brennen? Sitzt du gern im Admiral beim Obstsalat vorm Bildschirm? Oder fladerst du radikal an? Bums, es ist egal, was du machst, was du tust, was du bist, mit wem du schaust, was du suchst. Und egal, was du verfrisst, man hat keine Zeit mit deinen Leid. Und dann stehst du da die Frage. Das war Wahnsinn, oder? Es war besser als gedacht. Es hat viel mehr hingehauen als alles, was nicht hinhaut. Es war großartig. Wir haben die größte Gaudi gehabt. Danke dafür.